Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir unseren Zug hier ausgetauscht, wo auch immer der sich gerade befindet. Da ist er ja. Hier ist er, hier kommt er. Wir haben unseren schönen Zug hier ausgetauscht. Und ich bin der Meinung, es ist an der Zeit, ihn hier auch auszutauschen. Er hat hier genug Dienste geleistet und fährt immer wieder voll hin und her. Die werden nun auch ausgetauscht. Bedeutet, wir gehen jetzt hier auf die dementsprechenden Linien. Hier ist der Fisch und hier ist Linie 3, die ich noch nicht verändert habe. Wir nehmen hier den Zug und gehen auf Ersetzen. Wir nehmen hier eine bayerische Lok. Und brauchen dann den dementsprechenden Transporthaushalt, den hier. Wir machen ihn 100 Meter lang, Kapazität von 72. Sollte gleich reichen und er wird ersetzt. Und da fährt auch schon der Ersatz. Sei mal langsam, ich will dich mir anschauen hier. Also wirklich schön, schau mal die Lok an. Schöne, einfache Lok. Schaut echt ordentlich aus. Und dann die Waggons dahinter, alle gleich gebaut. Ich verstehe noch nicht. War das so ein Wärterhaus, so ein Schützerhaus? Oder für was waren die Hütten? Also ich denke mal nicht, dass es Toiletten waren unbedingt, aber schick schauen sie aus. So, jetzt kann der zurückfahren. Der hat jetzt auch natürlich eine höhere Geschwindigkeit und alles. Bedeutet, wir müssen... wisst, wir haben nicht mal Geld verloren, lol. Wo ist denn hier unser anderer Zug? Der hier. Er hat auch schon viel geleistet und muss jetzt auch ersetzt werden. Fischtransport... Hier ersetzen, kriegt auch eine bayerische Maschine vorne dran und auch den großen Wagen, weil ich glaube, wir haben noch keinen größeren Wagen dafür, ne? Wir haben einen 160 Meter langen Bahnhof, bedeutet, wir gehen auf 162, 7 Millionen kostet das uns, aber eine hohe Kapazität und somit haben wir hier einen riesigen Zug auf vorne. Das kann natürlich unseren Verbrauch an Lebensmitteln verringern, indem es halt hier tonnenweise jetzt an Fleisch mitnimmt. Der hat nicht mal so viel auf Lager. Ich glaube, da muss ich jetzt erst dran gewöhnen, dass er hier halt tonnenweise abliefern kann, rein theoretisch. Mich würde interessieren, wie er jetzt darauf reagiert, wenn er halt... Wie viel passt hier rein? Zu viel fürs... Ah ne, warte mal, der muss das... Au. Warte mal. Gerade total vergessen, dass er das von hier holen muss, ne? Total vergessen, scheiße. Da liegen 200 Fisch. Bedeutet, er fährt erst gerade halb voll. Er fährt erst halb voll. Das ist ja... Ups. Wir haben schon wieder 10 Millionen. Kann das mal aufhören? Aber wir haben noch keine Nahrungsmittel nach von hier weitergeliefert. Oh, guck an. Da habe ich den Fehler gefunden. Bedeutet, wir müssen jetzt hier uns darum kümmern, dass wir heute eine LKW-Ladestation bauen. Und dann natürlich noch die dementsprechende Ablegestation in der Stadt. Ganz ehrlich, ich würde am liebsten eine Ablegestation haben. Das müsste es dann irgendwo platzieren. Wie hier zum Beispiel. Wo halt hoffentlich alle hinkommen. Und nicht so viel zerstörst. So. Dann machen wir das. Das ist gleich schlauer. Neue Linie. Zack. Das finde ich auch lustig. Warum fahrt ihr jetzt dadurch? Werden Personen jetzt als Güter angesehen? What? Aber okay, geht ja auch. Wir nennen dich jetzt Brot. Wie heißt die Stadt nochmal? Rethem. Rethem. Das ist jetzt Brot Rethem. Und relativ simpel. Weißt du, weil das auch so eine große Stadt ist und vor allem jetzt auch näher an München. München wächst ja auch. Würde ich sagen, kriegen die jetzt auch erstmal ein Straßenfahrzeugdepot. Obwohl, ihr seid nicht zu weit weg. Dafür, dass ihr ein Straßenfahrzeug
Depot hier nehmen. Und von euch mir mal ganz gemütlich 15 gönne. Weil ich kann es ja alle nehme. Und auf Brot für Refim schicke. Jetzt geht der Transport los, Alter. EKWs für Tage. Und ich habe 15 Millionen. Ich will geldlos werden. Nicht mehr Geld bekommen. Der macht auch noch richtig viel Kohle. What? Wie? Ich baue währenddessen mal die Station hier um. Konfigurieren. Ich hätte gerne das ein bisschen erweitert. Und dann kann ich den Mitteleingang eigentlich abhalten, ne? So. Schauen wir mal, ob das sich was bringt. Ich bin gespannt. Für einen Kringel. Güterschein kann nicht von Passagierfahrzeugen benutzt werden. Ihr sollt ihn ja auch nicht benutzen. Fahr mal da raus, das stimmt einfach nicht, was ihr macht. Ich kann aber hoffentlich dich einmal abreißen und dann Ersatz anfordern. Hat sich das hoffentlich das Problem gelöst. Ich hoffe es mal. Schauen wir die Linien an. Warum fährt ihr denn immer da durch? Ihr seid doch gar nicht so bestimmt. Grüner Weg, warum ist denn kein grüner Weg drin? Ist doch gar nicht der Plan. Die machen was, was nicht mal bestimmt ist. Oh, jetzt kommt die LKW-Armee. Schaut euch das an. LKW ist für Tage. Bin ich gespannt, wie gut das funktioniert. Jetzt kommen die LKWs zum Aufladen. Da sind eh wahrscheinlich zu viele erstmal für den Anstand. Oh, ja. Da hat jemand nicht mitgedacht und so, ne? Jetzt müssen die erstmal in Masse nachproduzieren. Hat er genau überhaupt so viel auf Lager? Ne? Wie viel hat der jetzt dabei? Auch noch nicht genug. Scheiße. Der fährt aber bumm voll, oder? Ja, der fährt bumm voll. Und wir machen immer noch massiv Kohle. Wir transportieren so viel Fisch, aber... Scheiße. Ne, Junge. Wir können Flugzeuge bauen. Wie viel kann der Zug rein theoretisch transportieren? Ah, wir sind nah dran an Maximum. Er gibt sich auch Mühe. Er kam damit, dass die alles verbrauchen, glaube ich. Aber ich glaube, dich kann ich rein theoretisch duplizieren. Geht das irgendwie? Ging das nicht? Also ich sage, ich hätte gerne von dem eine zweite. Ah doch, müsste eigentlich gehen, aber unter Linien dann. Und zwar die rote Linie, das ist Linie 1. Ich hätte dich gerne... Nein, geklont. Sehr guten Zustand. Du müsstest jetzt doch eigentlich jetzt hier rausfahren, oder? Ja. Nice. Nächster Zug. Jetzt schicken wir gleich zwei Züge hier auf die Strecke, weil einfach so viel Bedarf ist. Dass das schon abnormal ist. Wir müssen auch bald hier die Strecke verdoppeln, weil einfach so viel Anfrage ist. Beziehungsweise eigentlich muss die Strecke hier verdoppelt werden, weil hier zwei Züge langfahren müssen. Allein schon für die Anfragemenge. Das ist brutal. Der hat nicht mehr so viel Fleisch, wie wir bräuchten. What the fuck?
Aber die Stadt wächst, oder? Also, ich mag mal wissen, wie geht's München? München müsste ja florieren. Ja, plus 50%. Das ist eine schöne Sache. Und tonnenweise Leute, die wohin wollen. Aber wir können alle transportieren mit einem Zug. Das ist vorteilhaft. Aber auch nur gerade so noch, ne? Das kommt ja auch der zweite Zug gleich an. Der transportiert weniger. Jetzt hoffen wir mal, dass der das gut hinkriegt jetzt. Ich bin nicht überlegen, ob ich München nicht eine Straßenbahn als erste Stadt verleihe hier. Noch dazu sozusagen. Dafür müssen erstmal eins der Straßen aber getriggert werden. Beziehungsweise umgebaut. Büchse und ein Krokodil. Oh. So, okay, zurück zum Thema. Ich wollte ein Upgrade machen. Und zwar, ich wollte Werkzeug hier. Tramgleise. Jetzt haben wir eine Mittellinie lang. Sollte komplett reichen. Kann ich die nicht konfigurieren zu Tram? Geht das nicht, dass ich hier sage Gebäude? Elektrifiziert. Das ging. Kann ich das jetzt auch einfach noch bestimmt mit dem Straßenbild funktionieren Werkzeug? Ja, das ist perfekt. Problem ist, ihr habt da hinten voll gebaut. Ihr Idiot. Ich muss den Bahnhof umbauen, weil hier kommen wir zum Zügen hin. Die Leute müssen leider hier abreißen. Das ist leider jetzt so, aber jetzt muss es sein. Eine große Station einfach. So. Sollte ja passen, das erste. Große, schöne Station. Wir brauchen jetzt Tram 1, Tram 2, Tram 3, Tram 4. Das wird aufwendig. Aber wir haben genug Kohle auf jeden Fall dafür. Und das Netz wird wirklich sich freuen, vor allem München wird sich freuen, wie sonst noch was. München wird sich so oder so freuen, wie ein Schnitzel. Ich finde ein paar fahren jetzt mit Privatfahrzeug. Ich weiß eh, dass die Hälfte hier nichts liefert, ne? Das könnte gut sein jetzt. Brot für Refem. Wir nehmen mal 8 Fahrzeuge aus dem Verkehr. Machen wir mal 5, 6. Ja. Wir haben es jetzt reduziert. Noch ein Flugzeug. Gut, zurück zum Thema. Wir müssen hier die Linien bauen. Aber Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.